Lass du wollen. Kampfkontrolle. Beste Waffe, Vorschlaghammer. Okay. So, das wär's erstmal. Und von ihm hier nehmen wir erstmal die Pistole weg. Und sollst du mit dem Messer kämpfen. Hallo. Tauschen. Pistole. Achso. Kampfkontrolle. Beste Waffe. Wie kriege ich denn jetzt wieder seine Waffe da weg? Hm. Wie bekomme ich seine Waffe aus seinem Inventar? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und beenden das Gespräch erstmal. Das wird ja lustig mit ihm. So, zurück nach Bunkerstadt. Ich glaube, ich schaff's. Frage ist, ob wir jetzt wieder attackiert werden. Vielleicht eine Straßenräuberbande. Lass mir Straßenräuberbande sein. Das sind Skorpione und Pflanzen. Das kriegen wir vielleicht hin. Haha, haha. Du entdeckst störende Schwellungen an jedem Fuß. Oh, das ist nicht gut. Ich habe mir anscheinend irgendeine Fußpilzkrankheit eingefangen. Würde ich zermatschen. So. Vielleicht hier nochmal ganz kurz in den Nahkampf. Ja, das hat nicht so viel gebracht. Komm her, Mann! Sollst du nicht dein Messer ausrüsten? Warum wechselt er denn ständig jetzt auf das Messer? Ich verstehe es nicht. Ich sollte ihm das Messer wirklich wegnehmen. Bitte warten. Ein Skorpion weniger. Und der ist auch weg. Sehr schön. Aber da ist noch mehr. Wir werden haben 7 Dämonensäcke. Ja, ja. Oh, shit. Weg getroffen. Das tut mir leid. Das ist ein, ja, altbekanntes Debakel bei mir, da ich immer mal Verbündete treffe. Das kann ich gut. Ich geh mal in Nahkampf. Die Pflanze beißt mich, sie beißt mich. Sie isst meinen Kopf. Kann sich nur um Stunden handeln hier. Jo. Dann pullen wir mal gleich hier den anderen Skorpion. Ich war's nicht.
Na komm. Verrecke, elendig. Ich meine, das sind alles Erfahrungspunkte. Haben oder nicht haben. Ne? So. Jetzt irgendwie zur Pflanze dahin. Beziehungsweise das können auch die anderen da machen. Okay, dann nicht. Ich will da jetzt nämlich noch nicht unbedingt Richtung Höhleneingang, weil ich glaube, in diese Höhlen kann man auch rein. Die Sporenpflanze verfehlt. Wie verwunderlich. Okay. So, damit haben wir den Kampf auch erfolgreich beendet. Kriegen 975 Erfahrungspunkte dafür, ein bisschen Gedöns. Das ist okay. So, aber wir haben halt Schwellung an den Füßen. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Ist das einfach von unserem Dingens, was wir haben, was von unserem Retterway? Kann sein, ne? Och, ich kann wieder nicht mehr tragen. Es ist doch nicht wahr. Okay, Sulek, mit dir muss ich auch nochmal reden. Kampfkontrolle hier. Nutze beste Waffe. So, tauschen. Messer wegnehmen. Brauchst du nicht. So. Sprechen. Das wär's erstmal. Achso, ach Quatsch. Tauschen. Muss natürlich jetzt hier ein bisschen Sachen für mich tragen. Nämlich so ganz tolles Zeug wie... Irgendwas, was halt, ne? Gewichttechnisch gut ist. Hier, nimm mal sowas. Alle. Was wiegt da gar nichts? Verdammt. Ich trage so viel Mist mit mir herum, ne? Ich brauche echt gute Händler. Dann muss Vic halt mal ein bisschen was für mich nehmen. Kampfkontrolle, du trägst derzeit. Kampfmesser, sehr gut. Okay. Dann tauschen wir nochmal. Obwohl, ja gut, er wird jetzt nicht seine Pistole ausrüsten. Könnt ihr vielleicht nochmal andere Pistolen geben? Bringt der Spaten was? Jo, sehr viel sogar. Kann er ruhig seine Pistolen da leer machen, ist mir erstmal Wumpe. Die Steine wiegen auch gar nicht wenig. Okay, das wär's erstmal. Hat die Pflanze was dabei? Überreste von Sporenpflanze, nö. So, den hatten wir gerade gelootet. Hier haben wir noch einen, zack. Dann die anderen drei, die hier noch so rumliegen, nehmen wir auch alles mit. Kann man ja bestimmt irgendwo verkaufen. Möglicherweise. Wer weiß das schon so genau. Oh, ich kann nicht mehr tragen, okay. Sulek! Sulek! Tauschen! Tausche die Dinger. Alle. Ein so ein Ding wiegt 20 Gewicht, das ist krass. Okay. Das wär's erstmal. So. Hat der noch irgendwas? Nö. Was ich jetzt mal ganz kurz mache, ist speichern. Und dann mal gucken, ob ich da in diese Höhle rein kann. Man muss ja mal gucken, ne? Nee. Aber es gab, glaube ich, manchmal Höhlen, in die man rein konnte. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. So, wir machen uns weiterhin auf den Weg nach... Hast du nicht gesehen. Möchtest du begegnen einer Händlergruppe? Ja, ist okay. Guten Tag. Was? Keine gezogenen Waffen. Waffen weg, bevor wir in die Nähe auf die schießen. Okay. Okay. Der Boss ist im Großen und Ganzen schon in Ordnung. Wer ist denn der Boss? Warte einen Augenblick. Ich hab von dir gehört. Du bist dieser Samariter, der überall den Menschen hilft und sie rettet. So einen wie dich können wir nicht ausstehen. Also mach einen Adler. Ja gut, dann halt nicht.
Kann ich hier rein? Hier kann ich rein. Oh, oh, oh. Ich rieche Erfahrungspunkte. Ich habe gespeichert irgendwann. So, Zug beenden. Mutierte Maulwurfsratte. Sind schon ein bisschen stärker, ne? Aber wir geben jetzt unser Bestes und versuchen, dass wir sie alle umhauen. Es könnten alles Erfahrungspunkte sein. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Kann natürlich halt auch... Hier mal... Was? Du kannst nicht auf ihn schießen? So nah dran? Ach, keine Munition mehr. Ach so. Ah, direkt an Kopf, bitte. Wenn schon, denn schon. Ne? Ja, mal ein bisschen Schaden. Wahrscheinlich auch gar nicht so wenig auf Dauer. Machen wir an den Augen. Oh. Mutierte Maulwurfsratte wurde kritisch an den Augen getroffen für 9 Trefferpunkte und weist dem Wesen den Weg zum großen Rattenfänger im Himmel. Alles klar. Leicht übertrieben. So bin ich. Leicht übertrieben. Oh. Und hier nochmal einen Kopf treffen. Mutierte Maulwurfsratte wurde getötet. Kampf beenden. Geht nicht. Dann gehen wir halt weiter. Weg, nein! Jetzt noch so hinstellen, dass ich die nicht unbedingt immer treffe. Hat seine Vorteile, wenn ich sie nicht immer treffe. Wie viele sind denn hier noch? Ach du Kacke. Das sind echt nicht wenig. Einmal an den Augen, bitte. Ich hoffe nur, ich überlebe das alles. Weil meistens gehen sie auf mich, das ist eigentlich ganz okay. Können wir ihn hier am Körper treffen, bitte? Einfach schon mal den nächsten hier ein bisschen beschädigen, hier mal ein bisschen nachladen, Zug beenden. Da kommen noch mehr an. Meinst du Not, ne? Wir haben ja bei der letzten Begegnung oder so schon gespeichert. Mutierte Maulwurfsratte wurde kritisch getroffen für 12 Trefferpunkte und verwundet die Ratte schwer und schleudert sie herum. Zack. Nochmal draufgehauen für 3. Komm doch auch Bärchen an, meine Güte. Mach mal auf ihn hier. Am rechten Bein, bitte. Wurde am rechten Bein getroffen, das ist schön. Dann nochmal ein Nahkampf für die, die direkt vor uns steht. Achso, nicht gezielt, sondern so. Zack. Getroffen ohne Schaden ist natürlich immer Mist. So langsam wird das kritisch, was unsere Lebensleiste angeht. Gehen wir ins Inventar, heilen uns mal ein bisschen. Benutzen. Okay. Kann ich sogar nochmal benutzen, glaube ich. Jo. Okay. Alles wieder gut.
gehen aber auch alle auf mich, ne? Was habe ich denn getan? Und die halten auch nicht so wenig aus. Schon krass. So, eine weniger. Dann machen wir nochmal ein bisschen Nahkampf auf irgendwen hier. Treffen natürlich nicht. Oh, sie gehen nochmal auf weg. Ist ja nett. Ich meine, gut, sie müssen ihn nicht unbedingt umhauen. Das wäre nicht ganz so cool. So. Gehen wir nochmal auf dich. Zug beenden. Die machen wir mit Ungeziefer wie dir. Achso, nee, das machen wir mit Ungeziefer wie dir. Okay. Ja gut, kümmern die sich da um den und ich mich um die drei anderen. Ist in Ordnung. Machen wir hier schießen. Einmal hier zuhauen. So. Wenn man einen Schaden macht, wuppdidu. Stunden später. Einfach mal gegen Schienbein treten. Ja, Tiere haben auch Schienbeine und so, ne? Immer noch nicht tot. Okay. Ja, nicht Sulik treffen. Mensch, Wick. Jetzt sag nicht, Sulik ist tot. Nee, Sulik lebt noch. Okay. Aber er hält halt alles sehr, sehr viel aus, ne? Achso. Ja, Zug beenden. Ich hoffe nur, die lassen irgendwie Vic am Leben. Ja, was dieses Mistding aushält, ne? Der Hammer. Oder generell diese ganzen Viecher hier. Und da hinten sind halt noch so ein paar. Gut, es sind halt in Anführungszeichen nur noch drei Stück, aber trotzdem. Na, so langsam sieht es aber auch um Zulik nicht mehr so gut aus. Notiert der Morvus hat wohl getrischt am linken Bein getroffen für 9 Trefferpunkte und hinterlässt ein großes Loch im linken Bein. Ja, das ist ja nett. Damit ist auch die Morvus-Ratte da hinten tot. Das ist sehr schön. Okay, ich muss mich auf jeden Fall jetzt gleich heilen. Deswegen gehe ich jetzt mal ins Inventar. Knall mir ein bisschen Heilpulver rein und so, ne? Ich habe dann doch ein bisschen viel Leben gelassen. So. Haben wir die Dinge auch mal los. Machen die aber gerade hier echt extrem viel Schaden. Auf alles, was halten die aus? Okay. Ich meine, es würde sich erfahrungstechnisch wahrscheinlich sehr gut lohnen. Die Frage ist halt, zu welchem Preis, ne?
einer weniger. Und die restlichen Aktionspunkte nutzen wir mal zum Nachladen. Oh, oh. Okay, solange ich nicht hier Vic treffe versehentlich, ist das alles okay. Oh oh. Oh oh. Und ich stehe wieder auf. Ja, ich gehe ins Inventar. Ich glaube, das riskiere ich nicht, dass ich jetzt hier, ne, noch mehr mache, als ich müsste. Ich habe da noch irgendwo Stimpaks hier. So. Nutzen. Und nochmal nutzen. Und nochmal nutzen. So. So, noch eine weniger, sehr schön. Wir sind auf die hinter mir und dann mal gucken. Fick nicht so nah ran, nicht, dass du noch getroffen wirst. Wicks Genauigkeit im Nahkampf ist auch der Hammer. Könnte fast von mir sein. So, dann zieh mal genau auf den Kopf. 9 Trefferpunkte auf den Kopf. Warum nicht, ne? So eine einzelne Maulwurfsrate geht ja eigentlich. Aber man weiß ja, wie das sonst so ist. Unterleib getroffen. Okay. Kampf beenden. Ja. 2100 Erfahrungspunkte. Oh shit. Kam einfach schon das nächste an. Ich speichere hier mal. Ach, 8% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaube, das kann ich sowas von knicken. Abbrechen. Es sind zu viele. Wir gehen lieber. Nicht, dass hier noch irgendwer verreckt. Tut es nicht. Oh Gott. Okay, wir gehen da mal. So. Ah. Wir haben leider nicht ganz so viel geschafft, aber hey. Es waren 2100 Erfahrungspunkte. Das ist nicht ohne. Guck mal, ein unbekannter Ort ist das, glaube ich, da, ne? Was haben wir hier? Brahmin? Deine Schuhe sind plötzlich zu eng. Diese Schwellungen entzünden sich. Ja, dann, warte, mach mal. Arzt. Du siehst schon gesund aus. Erste Hilfe vielleicht. Ich mutiere auf jeden Fall so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Hm. Dabei, ne? Ich bin halt jetzt nicht vergiftet, ich bin auch nicht mehr verstrahlt. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, was das alles angeht. Und ich weiß nicht, ob das gerade so gut läuft. Gehen wir mal nach Unbekannt, bevor wir hier weiterziehen nach Bunkerstadt, was irgendwo da wohl liegt.
So. Und dann gönne ich mir jetzt hier erstmal in diesem hübschen kleinen Farmerdorf, umgeben von riesigen Feldern, auf denen die Ernte verrottet, erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 2. Und ich werde tatsächlich mal googeln, was ich tun kann gegen meine Füße. Yay. Also dann, bis denn.